herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute ist Mittwoch, der 24.03. und ich habe seit dieser Woche wieder Homeschooling. Ich hatte nämlich seit letztem Sommer, also schon mittlerweile fast seit einem Jahr, wieder normal Unterricht, weil ich in einer Abschlussklasse bin und deswegen immer zur Schule gehen musste. Weil ich dieses Jahr meinen mittleren Schulabschluss mache, ich komme nämlich aus Berlin. Und in Berlin-Brandenburg ist es so, dass man auch, wenn man Abitur macht, trotzdem noch den MSA schreiben muss. Und deswegen, ja, musste ich jetzt immer noch zur Schule gehen. Habe aber jetzt seit dieser Woche Wechselunterricht und bin die Woche zu Hause. Und da sich einige von euch gewünscht haben, dass ich auch mal einen Homeschooling-Vlog mache, dachte ich mir, das mache ich heute mal und freue mich sehr, dass endlich jetzt mal zu machen. Nach einer so langen Zeit, wo ihr schon Homeschooling hattet und nicht noch zur Schule gehen musste, durfte, konnte, wie auch immer. Und irgendwie war das heute Morgen richtig Chaos, denn ich hatte eine, oder ich habe gerade immer noch, oh Gott, ich dachte gerade, ich wäre nicht mehr stumm geschaltet, aber ich bin stumm geschaltet. Okay. Das war irgendwie ein bisschen chaotisch, weil eigentlich dachte ich, ich habe keine Konferenz, weil wir halt Aufgaben hatten. Das hier ist meine To-Do-Liste. Und so habe ich jetzt erstmal die Musikkonferenz, da muss ich noch ein Handout für Deutsch machen, da muss ich einen Vortrag vorbereiten für Politik. Ich halte morgen nämlich einen Vortrag über den Koreakrieg, also das ist eigentlich ziemlich interessant. Dann habe ich noch ein Arbeitsblatt in Chemie, da möchte ich noch so für mich Koreanisch lernen. Ich lerne momentan wirklich jeden Tag Koreanisch, ich versuche so jeden Tag eine halbe Stunde zu lernen, es klappt nicht immer, aber ich versuche. Und dann noch so ein paar persönliche Sachen. Ich möchte das Video für Sonntag planen, etwas lesen und dann noch die neue Folge von Run BTS. Das ist eine Show von BTS, die möchte ich noch gucken. Und ich habe noch nicht gefrühstückt und ich habe mega Hunger. Es ist jetzt 9.35 Uhr. Die ersten zwei Stunden sind vorbei, zu Ende. Und ich gehe jetzt mal was essen. Ich habe so Hunger. Ich drücke jetzt gerade mal das Arbeitsblatt aus, was ich jetzt in Chemie machen muss. So, und hier ist es. Also wie ihr mittlerweile bestimmt schon wisst, arbeite ich sehr gerne mit der Pomodoro-Methode. Das heißt, ich arbeite 25 Minuten, mache 5 Minuten Pause, arbeite wieder 25 Minuten und so weiter. Genau, und so werde ich jetzt anfangen, die erste Pomodoro-Session zu machen, 25 Minuten. Und ich glaube, ich brauche dafür so 25 Minuten, also ich glaube, das passt sogar genau. Ja, also es soll eine Aufgabe sein für eine ganze Stunde, also meine Stunden gehen immer 45 Minuten. Aber ich glaube, ich werde schon jetzt dann 45 Minuten, deswegen, ja, let's go. Die Musikkonferenz hatte ich jetzt schon, Deutsch habe ich gemacht und Chemie habe ich gemacht. Ach ja, und PB habe ich auch gemacht. So, jetzt könnte ich eigentlich noch Englisch machen. Habe ich mir jetzt ja nicht für heute eingeschrieben, eigentlich wollte ich morgen Englisch machen, aber jetzt habe ich eigentlich Zeit. Wir müssen halt nur so einen Text schreiben und das geht eigentlich immer relativ schnell. Deswegen glaube ich, mache ich das jetzt einfach schon. Ich gebe aber Chemie jetzt schon mal ab und ohne Witz, ich habe immer Angst, wenn ich irgendwas abgebe, dass ich aus Versehen irgendwie ein falsches Foto reinstelle oder so. Ich habe also was richtig Angst, aber nee, ich gebe jetzt das Richtige ab. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist. Also bei uns ist es halt so, dass wir Aufgaben bekommen, die wir dann machen müssen und dann abgeben müssen. Und jetzt habe ich nur noch eine Aufgabe und zwar Englisch. So, ich bin jetzt auch mit Englisch fertig und mache erstmal ein Foto davon. Achso, vielleicht sollte ich mal die Wörter zählen. 87, 88, 89, 90, 205. Oh, ich habe 5 Wörter zu viel. Egal. Und ich mache jetzt mal eine Pause und lese ein bisschen was. Und danach werde ich dann Koreanisch lernen, aber ich habe jetzt irgendwie keine Lust, weil ich gerade schon so lange am Schreibtisch saß. Deswegen werde ich erst lesen und dann Koreanisch lernen. Und natürlich immer noch Time-Tracking und mache jetzt Lesen. So. Thank you.
Also ich habe jetzt wirklich 1,5 Stunden gelesen und ich habe mich jetzt entschieden, mich ein bisschen zu bewegen und rauszugehen. Und zwar gehe ich jetzt mit meinem Hund spazieren. Und übrigens, ja, das ist sie, ist es jetzt 2:30, ja. Wir haben jetzt gerade Mittag gegessen und es war sehr lecker. Mittlerweile ist es 15.30 Uhr, also 3:30. Und von meiner To-Do-Liste habe ich eigentlich schon das meiste geschafft. Also wie man hier sehen kann, habe ich eigentlich alles gemacht, bis auf Koreanisch lernen und das Videoplan für Sonntag. Und ich werde jetzt anfangen, Koreanisch zu lernen, weil ich glaube, das ist noch so der Frosch. Also ich mache immer diese Eat the Frog-Methode. Das heißt, dass ich immer Dinge zuerst mache, die ich nicht so gerne mache. Beziehungsweise, wenn ich eine Auswahl habe von Dingen, mache ich immer die Dinge, die am größten sind und auf die ich am wenigsten Lust habe. Und für Koreanisch lernen brauche ich halt so 1,5 Stunden oder 1 Stunde und für das Videoplan nur so 20 Minuten, deswegen mache ich jetzt das Koreanisch. Aber natürlich ist es eine Sache, auf die ich mich freue, die mir Spaß macht. Und meine Methode momentan ist es, dass ich jeden Tag Vokabeln lerne und dann jeden Tag was für meine Hausaufgabe mache, denn, oh mein Gott, meine Haare waren fast im Wasser. Meine Lehrerin gibt mir halt immer ziemlich viele Hausaufgaben, würde ich sagen. Und lässt mir aber auch so einen Spielraum offen. Also meistens sagt sie einfach, dass ich bis zur nächsten Stunde irgendeinen Text schreiben muss, beziehungsweise Sätze machen muss mit bestimmten Grammatikformen und so. Und das sind die Hausaufgaben für diese Woche. Also ich muss Sätze bilden mit all diesen Dingen hier und dann noch einen ganzen eigenen Text schreiben. Und es ist einfach schon Mittwoch. Oh mein Gott, normalerweise schicke ich ihr das eigentlich immer am Donnerstag. Aber ich weiß nicht, ob ich heute mit allen Dingen fertig werde. Aber ich probiere es. Erstmal muss ich hier Ordnung schaffen. Die Sache ist, immer wenn ich Koreanisch lerne und irgendwelche Sätze bilde, dann kommen noch mehr Fragen hinzu. Und ich finde das eigentlich cool, weil meine Lehrerin meinte auch, das Wichtigste beim Koreanisch lernen ist es eigentlich immer also für mich jetzt immer neugierig zu bleiben und die Motivation nicht zu verlieren. Und jedes Mal, wenn ich irgendwelche neuen Grammatikformen lerne und dann damit Sätze bilde und jetzt neue Texte schreibe und so, kommen immer mehr Fragen hinzu. Und irgendwie ist das frustrierend, weil ich das Gefühl habe, wenn ich anfange zu lernen, komme ich nicht wirklich weiter, weil immer, immer mehr Fragen dazu kommen. Aber es ist auch echt spannend. 중간에 먹는다면 디저트라기보다는 그냥 So, ich habe jetzt gerade wirklich nochmal 2 Stunden Koreanisch gelernt. Also natürlich nicht nur 2 Stunden irgendwie total strikt, stupide Grammatik gelernt oder so. Aber ich habe halt viele Sätze gebildet, gerade noch einen Podcast angehört. Und jetzt bin ich eigentlich fertig für den Tag. Also fertig mit allen Dingen, die ich heute machen muss oder ja, möchte. Und zwar ist es jetzt 6:30, also 18.30 Uhr. Und ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen möchte. Was kann ich jetzt machen? Und ich habe da wirklich nichts mehr Spannendes gemacht. Ich war noch eine Zeit lang auf Instagram, ups, und habe auch noch was gelesen. Ja, und genau das war es eigentlich auch schon für heute. Ich schreibe abends immer noch ein bisschen Tagebuch, also schreibe so mindestens 2 Sätze über den Tag auf. Und ich würde sagen, abonniert sehr gerne meinen Kanal, nicht weiter zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch schon am Sonntag wieder. Ich lade jeden Sonntag und Donnerstag ein neues Video hoch. Und würde mich sehr freuen, wenn ich dich bald hier mal wiedersehe. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann!